Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck die Deutsche Telekom. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt. Zuvor aber noch ein paar Infos zur Firma. Also, die Deutsche Telekom ist ein Telekommunikations- und Informationstechnologiekonzern. Zur Firma gehören unter anderem die Tochtergesellschaften Telekom Deutschland, also für Privat- und Geschäftskunden, dann T-Mobile US, das ist ein großer Mobilfunkanbieter in den USA, und T-Systems, das ist ein Bereich für große Geschäftskunden. Der Fokus des Konzerns liegt vor allem auf Mobilfunkdienstleistungen, Festnetztelefonie und Internetzugangsanschlüssen. Gegründet wurde die Firma 1995, also zumindest in der heutigen Form. So, gleich zum Check, aber erst kurz der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt natürlich aus Deutschland und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 71 Milliarden Euro. Und damit ist beides erfüllt und das gibt einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 70 Cent auf 60 Cent je Aktie gefallen. Und in diesem Zeitraum gab es zwei Dividendenkürzungen. Und hier gebe ich unterm Strich 0 Punkte aufgrund der beiden Dividendenkürzungen und weil die Dividende in den 10 Jahren also sogar gefallen ist, wenn auch nicht im großen Umfang. Dann zum dritten Kriterium. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise hat die Aktie ca. 48% an Wert verloren und das ist im Vergleich zu anderen Aktien noch recht gut. Und daher gebe ich hier einen halben Punkt. Und das Ganze schauen wir uns auch im Chart nochmal an. Hier der langfristige Kursverlauf seit der Finanzkrise. Und die Finanzkrise, die war in diesem Zeitraum, da die Aktie, wie gesagt, sich fast halbiert. Und im Laufe der Jahre hat die Aktie sich davon aber auch wieder recht gut erholt. Und in den letzten Jahren ist die Aktie so eher seitwärts verlaufen. Und aktuell steht die Aktie bei ca. 15 Euro und damit ca. genau bei dem Stand, wo die Aktie vor dem Finanzkrisen-Crash war. Also hier oben bei 15 Euro und aktuell ebenfalls auch bei ca. 15 Euro. So, dann weiter im Check. Das vierte Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und nach aktuellem Stand hat die Aktie in den letzten 10 Jahren ca. 52% zugelegt und das ist noch ganz gut, würde ich sagen, und gibt daher einen halben Punkt. Dann zum fünften Kriterium, wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im letzten Geschäftsjahr bei 75% und damit hatten wir in diesem Jahr eine Eigenkapitalquote von 25% und das ist gerade so noch in einem Bereich, der in Ordnung ist, würde ich sagen, und daher gebe ich hier einen halben Punkt. So, dann zum sechsten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? In 2019 gab es eine Gewinn je Aktie von 82 Cent und im Geschäftsjahr 2020 soll es nach aktuellen Schätzungen der Analysten eine Senkung des Gewinns geben und zwar dann auf 75 Cent je Aktie, aber im nächsten Geschäftsjahr, also 2021, soll der Gewinn dann wieder recht deutlich ansteigen und zwar dann auf 85 Cent. Und aufgrund der positiven Aussichten gebe ich hier einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer. Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2021 liegt bei 17,7 und damit recht deutlich unter 30. Und daher gebe ich hier auch nochmal einen vollen Punkt. Und damit kommen wir zum Gesamtergebnis. Und hier holt die Deutsche Telekom in meinem Sicherheitscheck insgesamt 4,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten. Und in meiner Sicherheitscheckampel landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. Und da noch kurz als Hinweis, im letzten Check vor ca. einem Jahr hat die Aktie
noch 4 Punkte geholt von damals 6 maximal möglichen Punkten. Dann abschließend noch ein weiterer Hinweis: Mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der 7 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.